Er macht uns ein Omelett, während ich an der Tür lehne und ihm vom Gerichtsmedizinischen Institut erzähle. Von Professor Loyon, von Lagemann, von den Spuren einer möglichen Muskelbiopsie, die man an einem Kind vorgenommen hat, nachdem es gefallen war. Er schneidet Zwiebeln und Tomaten, wendet sie in Butter, schlägt das Eiweiß steif, zieht die Dotter darunter und brät das Ganze auf beiden Seiten. Er nimmt die Pfanne mit zum Tisch. Wir trinken Milch dazu und essen schwarzes, saftiges Roggenbrot, das nach Teer duftet. Ich denke an meine Dosenmahlzeiten. Wir essen schweigend. Wenn ich mit Fremden esse, so wie jetzt, oder großen Hunger habe, so wie jetzt, kommt mir immer die rituelle Bedeutung der Mahlzeit in den Sinn. Dann erinnere ich mich an meine Kindheit und an das Verschmelzen des feierlichen Beisammenseins mit großen Geschmackserlebnissen. Den rosafarbenen, leicht schäumenden Walspeck, der aus einer Gemeinschaftsschüssel gegessen wurde. Das Gefühl, dass im Großen und Ganzen alles im Leben zum Teilen da ist. Ich stehe auf. Er steht an der Tür, als wollte er mir den Weg versperren. Ich denke an die Unzulänglichkeit dessen, was er mir heute erzählt hat. Er tritt beiseite, ich gehe vorbei, meine Stiefel und meinen Pelz in der Hand. Ich habe einen Teil des Berichtes liegen gelassen. Das ist eine gute Leseübung für deine Legasthenie. Sein Gesicht hat etwas Neckendes. Smilla, wie kommt es, dass ein so zartes und zierliches Mädchen wie du eine so grobe Stimme hat? Tut mir leid, sage ich, wenn ich den Eindruck mache, dass ich nur ein grobes Mundwerk habe. Ich gebe mir alle Mühe, überhaupt grob zu sein. Dann mache ich die Tür zu. Aus Fräulein Smillers Gespür für Schnee von Peter Hoek.